Name ist Pascal Ronsberg, ich bin im ersten Ausbildungsjahr und mache meine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Mein Name ist Leon Ablass, ich bin im dritten Ausbildungsjahr. Mein Name ist Marcel Kotz, ich bin im ersten Ausbildungsjahr. Also bevor ich angenommen wurde, hatte ich einen Probetag, um zu gucken, wie es hier ist. Und da ist mir gleich sofort aufgefallen, die Kollegen sind offen, mit denen macht es Spaß, im Pausenraum zu sitzen, man kann mit denen auch einen Witz reißen. Also echt sehr familiär. Es ist halt nicht nur so am Becken stehen, sondern morgens ist meistens die Reinigung in der Schwimmhalle. Dann folgt meistens Aufsicht oder wir halt in der Ausbildung schreiben noch einen Berichtsheft. So, wir müssen dreimal täglich die Wasserqualität kontrollieren. Ist jetzt zum Beispiel unter einem gewissen pH-Wert oder ein bisschen drüber, dann wird der pH-Wertregulierer dementsprechend gesenkt oder ein bisschen angehoben. Dann ist natürlich noch ein wesentlicher Aufgabenbereich das Schwimmtraining. Wir sind 2- bis 3-mal in der Woche im Wasser und dann trainieren wir halt auf die Abschlussprüfung hin. Also ich glaube, in den 3 Jahren werde ich mich auch sehr viel entwickeln. Dann lerne ich auch hier sehr viel. Wir machen ungefähr einmal in der Woche dieses HLW, das ist ja die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Und ich glaube, nach den 3 Jahren bin ich da auch ein sicherer Lebensretter und kann dann die Leute auch helfen. Das ist ja somit die Hauptaufgabe, für die Sicherheit der Badegäste zu sorgen, die quasi zu gewährleisten. Um den Beruf so für mich in 3 Worte zusammenzufassen, würde ich sagen, er ist sehr vielseitig. Verantwortungsbewusstsein. Dann ist er noch spannend. Macht einfach Spaß.